Ja, willkommen zurück zu Mega Man 5 für den Game Boy. Und ihr wundert euch sicherlich, dass ich jetzt hier in Crystal Man's Stage bin. Ich habe mir so gedacht, wenn jetzt sowieso Partübergänge sind, dann machst du es doch so, spielst offscreen hier zur Stelle hin und fängst den Part, also den kommenden Part, dann eben hier an. Und das habe ich jetzt auch so gemacht. So, jetzt hoffe ich ja, dass ich die Buchstaben eingesammelt. Sehr schön. So. Ist ja nicht mehr lang bis zum Stage-Ende und ich brauche Crystal Man ja auch nicht noch ein weiteres Mal in dieser Stage hier besiegen. Da er schon besiegt ist und ja. Ja, das ist eine schlechte Stelle, muss ich sagen. Gut, ich hätte Schatzmann vorher besiegen können, aber ich habe sowieso die Stage jetzt hier geschafft. So. Ja, dann wartet nur noch Napalm Man auf uns. Der hat die Schwäche gegenüber Crystal Eye und Crystal Man, wie ihr im vorigen Part gesehen habt, hat die Schwäche gegenüber den Gyro Attack. So, auf geht es jetzt hier weiter. So, wir befinden uns hier, ja, im Dschungel, ne? Könnte man so sagen, denn hier sind Tiger. Der König des Dschungels, gewissermaßen, wird die Tiger ja immer genannt. So, die machen auch ordentlich Schaden, wenn man da nicht... seht ihr? So. Okay, aber ich kriege die Energie hier wieder voll. So, jetzt kommt etwas, was... Ja, auch recht einfach ist, wenn man... Ich glaube, die konnte man in Mega Man 4 für den Game Boy nicht abschießen. Da kamen die auch vor hier. Die machen Instant Death, warte. Einmal auch so. Und jetzt schnell durch hier. So. Wow, 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 wow. Okay. Ja, hier bekommt man auf leichte Weise einen Energietank. Das ist auch ganz gut. So, Waffe aufladen, denn es kommen hier wieder Gegner. Oh, und mit hier... Strömungsmechanik. Junge. Auch noch hier so ein Helikopter. Oh ja. Ich hasse die Viecher einfach nur. So. Aufpassen. Ah, sehr gut. Ah, da komme ich nicht ran, ne? Komm, den ignoriere ich einfach. So, jetzt kommt Eddie Spaghetti wieder hier. Nein. Energie ist ja fast voll. Und außerdem, Leben auch, glaube ich, ne? Ich habe 9 Leben. Genau, 9 Leben. Waffenenergie ist voll. Lebensenergie fast voll. Deswegen kann nur ein Energietank jetzt noch helfen hier. So, nur Eddie, mach jetzt keine Faxen hier. Gib mir den Energietank und das ist gut. Mann, ich... Oh, Eddie, Spaghetti. Das gibt's doch nicht hier. Mach doch mal schneller. Ja, danke. So, Checkpoint ist, glaube ich, hier. Bin ich recht weit vom Start entfernt. So. Ja, fick dich doch, du... Oh, das ist ein Scheiß... Gegner sind das. So, hier bekomme ich das N. Und somit habe ich jetzt auch den letzten Buchstaben gefunden und jetzt haben wir Beat bekommen. Beat ist ein Vogel, der wird uns noch helfen. Der hat zwei unterschiedliche Mechaniken in den unterschiedlichen Mega Man Spielen. Also hier und auch im sechsten Teil. Habe ich das eingesammelt? Ich trottel. Na egal. Also hier und auch im sechsten Teil. Da greift der Gegner an. Oh, ich schatze mir auch noch hier. Und in Mega Man, ich glaube ab Mega Man 7 und auch in den Game Boy Teilen, da hilft er einen aus dem Abgrund raus, wenn man drin landet. Ach komm, ey, was ist denn das für eine unfaire Scheiße? Oh. Also hier muss ich aufpassen, genau deswegen eben. Deswegen kommen wir auch nicht an die Energie daran. Wegen diesen scheiß Eierköpfen da.
glaube, es kommen nur noch diese Gegner hier. Und ich werde bei, hier, Napalmen, werde ich mich sterben. Ich werde den Bastaoni versuchen. Wenn ich den Bastaoni nicht schaffe, dann werde ich eben, ich werde ihn nicht sterben lassen, ich werde ihn trotzdem versuchen, mit ein bisschen Energie, aber ich glaube nicht, dass ich ihn schaffen werde. Weil ich möchte nicht Crystal Eye verschwenden und dann... Darf sich nicht in die Ecke drängen lassen. Ja, zum Beispiel hier. Scheiße! Ein Schuss noch und ich hätte ihn besiegt. Nur weil er so hoch gesprungen ist. Ja, das mache ich mit Crystal Eye. Also eben mit Bastaoni, wie gesagt, ist er auch kein Problem. Ist auch eher der einer der einfachen. Er kann aber auch ein Arschloch sein. Er hat nämlich plötzlich seine Strategie ändert. Das hat er ja auch eben gemacht. Und, oder wenn man sich in die Ecke drängen lässt. Ah, das ist dumm von mir. Mich in die Ecke drängen lasse da. So. Okay, jetzt bekommen wir den Napalm, also die Napalmbombe, gewissermaßen. Ja, jetzt haben wir alle 8 besiegt und jetzt geht es auf in die Pro-Domain Stages. Ja, das ist die Karte davon, also das ja, Schloss gewissermaßen davon, gleich kommt die Karte dazu. Also hier so. Ja, Pro-Domain ist uns einige Erklärungen schuldig. Warum wir plötzlich jetzt, Dr. Ja, Terror macht und Dr. Light entführt hat. Denn Protoman ist ja eigentlich kein Bösewicht. Auch wenn er in der Zeichentrickserie so dargestellt wurde, haben sich die Story-Schreiber dieser Serie wohl nicht sonderlich gut mit der Geschichte von Protoman befasst. Ach, ich hasse das einfach nur, weil er nur einfach für diese Scheißteile. Ja, Gyrotech ist so unzuverlässig. So. So weit oben ist. So. Das haben wir schon mal überstanden. Ja, den einen will ich auch noch locken. So. So. Ach so, hätte ich ja gleich den Arrow nehmen können. Ja, egal. So, ja. So einiges aufzufrischen. Die Energie, boah, das bisschen, die kriege ich auch hier jetzt aufgefrischt. So. Und da kommt, deswegen mache ich mir jetzt nicht den Stress da. So, die können immer nur 3 Geschosse abfeuern. Danach sind sie leer. Haben ihr Pulver verschossen. Das ist auch eine wichtige Information. So, jetzt können wir mal Rush-Jacken-Aktion sehen hier. Yay. Achso, oh, gut, war ja ein kurzes Vergnügen. Hätte man auch mit Arrow machen können hier wieder. So, ich glaube, hier unten ist besser. Weil man da vor den Geschossen sicher ist. Energie habe ich, ja, die kann ich nehmen, falls ich da rankomme, ja. Denn, boah, weil jetzt kann ich auch mal was auffrischen. Ach ja, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ab jetzt füllt sich die Waffenenergie nach Abschluss einer Stage nicht nochmal auf, sondern ich muss jetzt selber dafür sorgen, die Waffenenergie aufzufrischen. So, ich glaube, hier kommt wieder so ein AT-ST. Deswegen werde ich hier mit Rushjet rüberfliegen, den ich sowieso gleich brauche, werde. So, ganz kurz hier so, mich verschwende. Okay, soll ich jetzt schnell hier Rushjet verwenden? Oh,
So, hier, ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, bis dann Block kommt. Okay. Hier schnell mit Rush-Coil nach oben. Sehr gut. So. Wieder so ein Viech hier. Ja, von mir aus. Ich nehme nochmal Rush-Coil. Ich fülle aber Rush-Jet auf, ne? Oder Arrow ist aufgefüllt. Oder Rush-Coil lieber. Rush-Jet brauche ich gar nicht so häufig in diesem Teil, oder? Oh, jetzt ist da noch so hinten noch so ein Scheißvieh. Jetzt muss ich erstmal wieder hier Rub-Rub-Rub machen. So. Was ist das denn jetzt wieder für ein Müllviech? So. Natürlich spawnt er wieder. Ich weiß auch nicht, was diese Viecher machen können, wenn sie jetzt genug um einen herumgekreist sind. Ob die plötzlich explodieren oder was? So, jetzt kommen. Jetzt kommt ein Boss. Ich muss aber kurz überlegen, war das jetzt Wave? Ich glaube, Wave war das. War die Waffe gegen den. Das ist einer von den Dark Männern. Nenne ich die jetzt mal so. Weil das sind so ein. Obwohl, ja gut, oder sagen wir von Darkmans Truppen. Deswegen heißen die eigentlich auch. Oh, Darkman Stages. Aber es wird ihr alles noch erfahren. Wahrscheinlich noch in diesem Part. Oh, jetzt habe ich ja ganz schön Wave hier verballert. Aber brauche ich auch, glaube ich, gar nicht mehr. Außer eben noch gegen die Refights, die natürlich kommen werden noch. Also das ist ja mit jedem Megaman so. Aber ich habe da, glaube ich, eine Strategie, wie ich das machen könnte. Das müsste ich da mal schauen. Naja. Ach, scheiße, das ist eine Falle. Zwei. So. Okay. Dann kommen wir näher hier. So. Ah, jetzt kann ich auch Rush-Jet auffrischen. Okay, Rush-Coil verwenden. So, jetzt muss ich mal überlegen, was jetzt hier kommt. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Ah ja, die Züge. Die Metal-Züge. Scheiße, mit der ich einen Teil... Wobei, ich hab... Ah, scheiße. Warum halten die so viel aus, diese Kugeln da? Kann ja wohl nicht sein. Ich hasse, das ist eine dumme, dumm designte Stelle da gewesen. Oh, das ist auch total übel. Will ich das mit Rush-Jet machen? Ich glaub nicht, oder? Wenn das hier nicht schon nervig genug ist. Ich komme auch noch nervige Gegner an hier. Oh. Oh. Okay. Das ist eine nervige Art und Weise, die Züge zu besiegen, dass man jetzt so... Jetzt muss ich jetzt auch gar nicht, da kann ich ja einfach drüber wegspringen, aber... Also jetzt nicht über den Gegner, sondern über sein Geschoss. Und den Gegner einfach links liegen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes hier, aber... Okay. Ja, komm. So. Ja, hier muss man ja, was verbrauchen, um da hinzukommen. Hä, wie soll das denn bitte... Ach, nee, das wir jetzt einfach... Das wir jetzt einfach hier... Wie gesagt, ich habe sowieso eine Idee, wie ich das auffrischen könnte. Oh, das ist jetzt auch... Ich weiß gar nicht, wo der richtige ist. Hier. Okay.
Okay, der war... Ja, und jetzt hier den Energietank und wieder zurück und dann oben entlang. Ja, lass dich doch nicht immer treffen von jedem einzelnen Pisskram hier. Ja, Leben habe ich voll, ne? Ja, also deswegen. So. Was kommt denn jetzt hier noch? Ach, die. Die sind angenehm. Oben. Ah. Das ist ja nett, dass ich da die Energie wieder aufgefrischt bekomme. Aber ich habe die ja fast voll. Deswegen, ich lasse das, falls ich Probleme haben sollte. Ah. Die Probleme kommen jetzt. Wieso kommen denn nochmal diese verdammten Tiger? Ich. Ja. Jetzt, ja, ergibt sich eben die Situation. Ah, nun. Schieß den doch ab da. Wieso springt der denn über den Schuss weg? Was ist das für ein Super Saiyajin-Vieh? So. Zum Glück ist der Boss hier nicht so schwer. Hier brauche ich Crystal Eye. Das Einzige, was er macht, ist hin und her laufen. Und mit der Zeit wird er immer schneller, oder je nachdem, wie häufig ich ihn getroffen habe. Alles kein Problem. Musst du ein bisschen Konzentration bewahren hier. So. Ja, ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich die Protoman Stages noch in diesem Part schaffen werde. Ja, die kommende auf jeden Fall, aber ich glaube die danach nicht. Von der Zeit her, weil die jetzt ziemlich lang ist, ein ziemlich langes Stage. Kaum nervige Gegner als diese hier. Weil die so anhänglich sind. Ich hasse das einfach nur. Ach, so einen Ausweichskills haben. Aber gut, hier bekomme ich die Energie wieder voll gefüllt. Vorsichtshalber mal. So. Allmählich so... gut, Rush Coil hätte ich eher, aber egal. Weil Rush Coil brauche ich ja jetzt wieder. Okay. Oh nein. So. Ach du Scheiße, jetzt kommt der Abfuck. Wobei, es geht eigentlich. Man muss da nur schnell abspringen. So, man muss bedenken, der fliegt dahin und der fliegt auch weg hier. Deswegen schnell hoch, hochklettern. So, jetzt kommt die... Nee, jetzt kommt es doch nicht. Das ist auch nervig hier gemacht. Diese Gegner... Oh. Das ist total übel. Warum kommt der denn von links? Da kam doch überhaupt gar kein... doch. Der respawnte. Da war eigentlich auch einer. So, nun... Mann. Oh. Ist er noch nerviger als in... Overlord 3. Die Stage habe ich übrigens umgestaltet. In Overlord 3. Schatzmann kommt hier auch noch, ne? Warte mal.
Super Arrow verwenden. So, hier ist der Restart Point. Und hier kommt jetzt auch die Schlange, die aber hier sehr leicht zu passieren ist. Ja gut, wenn man jetzt die Sachen hier einsammelt, ne? Ja. Das Leben, darauf hätte ich auch verzichten können. Auf den Energietank auch! Die brauche ich doch gar nicht. Was mache ich denn da für einen Blödsinn? Jetzt hätte ich das Leben gut gebrauchen können. Okay, ja, gut. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Ich brauche den Energietank ja gar nicht. Und eigentlich, komm, den lasse ich da jetzt aber liegen. Leiter. Ich glaube, da komme ich direkt runter zu Schatzmann, ne? War das nicht so? Ja. Gegen den habe ich aber auch was. Hier nehme ich die Napalmbomb, damit kann man ihn leicht und schnell besiegen. Sei denn, er springt darüber. Es kommt, glaube ich, noch einer. Komm, öffnet euch. So, den Schatzmänner, der jetzt kommt, den besiege ich lieber mit Power Stone. Wobei. Ja, du bist so ein Vollidiot, Mega Man. Was kletterst du denn auch runter? Du solltest leiden. Unter ihm durchsliden. Aber nein. Dazu ist unser Herr jetzt nicht fein genug. So. Wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, dann nutze ich sie auch. So. Jetzt kommt noch einmal. Nee. Es kommt noch eine Blockschlange hier. Der Schatzmann kommt gar nicht mehr, ne? Oder kommt er noch mal? Ach, scheiße. Da bin ich ein bisschen zu spät. So, nochmal kurz hier resetten. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass da noch so ein Müllviecht ankommt. Oh, das ist ein komisches Bewegungsmuster. Oh, wie er nicht springen wollte! Nur weil die Blockschlange sich so deppenhaft hält. So, Gyro-Attack jetzt gegenüber den nervigen Boss, der jetzt kommt. Der ist so richtig übel. Ja, er kann mich nämlich einfrieren. Auch eine gute Taktik gegen den, aber die habe ich jetzt gar nicht so präsent. Ah, das zum Beispiel, so. So. War nicht so problematisch, wie ich es erst befürchtete. Okay. Dann kommt jetzt auch die vierte Proto-Man-Stage und na, da kommt noch eine längere Cutscene, deswegen das wird den Part zu lang machen. Ja, da kämpfen wir gegen Proto-Man? Was das alles auf sich hat, das werden wir alles im kommenden Part erfahren. Und wer wirklich dahinter steckt? Na, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Auf jeden Fall geht es im nächsten Part dann weiter. Bis dann, tschüss!